So, liebe Leute, es geht weiter mit GTA Vice City und wir haben eine weitere Mission und zwar unter Devil Diaz, glaube ich. Und das machen wir doch mal glatt, da fahren wir da mal auch hin. Ach, ich liebe diese Karre, ne? Das ist eigentlich ein geiles Auto. Ich liebe diesen Wagen. Ist ein kubanischer Hermes, den wir, wie gesagt, jetzt noch nicht Feier hatten. Ja, was haben wir in der letzten Mission gemacht? Richtig, mit dem Colonel zusammen genau, mit dem Colonel zusammen hier den komischen Deal da erledigt. Naja, mit Lance Van Dance, Lance Van Dance oder den Typen da mit dem Motorrad verfolgt. Davor war noch irgendwas anderes. Ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm genau, was es war. Ich habe es jetzt echt vergessen. Och ja, steh da blöde rum, ey. Ich bin ein Autofahrer. Ich nehme die Vorfahrt und bleib dann einfach nur stehen. So, jetzt müssen wir kurz mal rüber. Warte mal, haben wir schon auf einer Karte? Ach, wir sind schon auf dem zweiten Stadtgebiet. Wir sind schon auf dem zweiten Stadtgebiet. Cool. Ich hatte jetzt nicht erwartet, dass wir schon so weit sind, dass wir das zweite Stadtgebiet haben. Ah, ich glaube, der Kurier war das. Der laufläufige Kurier, der da abgehauen ist mit dem Motorrad. Das kann natürlich sein, dass wir den noch hatten. So, hier sind wir. Noch. Dürfen wir das Auto schon in die Werkstatt, in die Garage stellen? Da kommt Krankenwagen, nö. Leider noch nicht. Aber wir gehen mal rein in die Mission. Die Jagd. Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, I'm in. Work for me now. I work. Shut up. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. Stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. So, dann mein Auto noch da? Mein Auto natürlich nicht mehr da. Egal, okay. Wir kriegen ihn eh wieder. Ich finde den Wagen allgemein sehr cool, aber wie gesagt, wir werden ihn sowieso dann, wenn wir das Gebiet haben, immer wieder kriegen. Und ich finde halt, wie gesagt, ich mag diese Autos einfach. Keine Ahnung. Was hat das was? Und ich liebe die 80er. Wie gesagt, momentan bin ich eher, was musiktechnisch betrifft, wirklich auf den 80ern hängen geblieben. Nicht nur durch GTA Vice City, aber auch, wenn der Playlist betrifft, hat alles solche etwas älteren Songs. Ich momentan eher mein Fall. 80er, 90er, das ist ja so gerade meins. Ich weiß nicht. Ja, ich habe den Soundtrack natürlich extrem leise gemacht. Liegt aber daran, dass ich A, am Quatschen bin und B, sonst YouTube sagt, ich hätte gern. Aber gut, ich bin eh noch nicht so weit mit den Abonnenten und mit der Watchtime, dass ich monetarisieren kann. Das war ja mal der Fall. Früher war es ja für alle, aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich warte immer noch auf meinen Durchbruch, aber das wird nicht passieren. Nein, ich denke mal nicht, das ist das mein Sohn. Aber ich habe einfach Bock drauf und ja. Ich habe ja noch meinen realen Job. Deswegen ist es auch immer so, dass ein paar Sachen nicht kommen. Momentan. Wie gesagt, bei Assassin's Creed. Da, schaut durch sein Fenster. Ja, Assassin's Creed wird bald weiterkommen. Aber momentan hänge ich eher so ein bisschen auf GTA Vice City. Da ist der. Oh nein. Jetzt müssen wir aufs Dach, oder was? Oh, ich krieg die Matten. Warte mal. Du hast richtig. Loser,
Alter, schieß mich doch nicht tot. Kann ich ihn töten? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Ach, die Mission ist das. Ich erinnere mich. Ich weiß, glaube ich, welche das ist. Oh. Wow. Jetzt müssen wir mit dem Roller den ab. Ernsthaft jetzt? Oh, SWAT-Polizei. Nein, ich bin nicht besoffen. Wow! Jetzt was jetzt? Da muss ich ein Auto holen. Kann man jetzt hier. Ich verfolge den jetzt über ein bisschen weg, jetzt ist er von deiner und deiner Karre. Die rasten übelst aus jetzt gerade. Klar. Ich halte mich jetzt gerade ein bisschen zurück. Wir sollen den, glaube ich, erstmal nur verfolgen. Ich hoffe, wir dürfen den gar nicht töten. Das ist, glaube ich, mit einer der einfachsten Missionen überhaupt im Spiel. Alter, gehen wir nicht auf den Senkel. Ja, ja, lauf mir nicht in die Karre. Geh weg, bleib stehen. Klar, die NPCs rasten natürlich jetzt übelst aus, weil, ne? Ey, also, wo hast du jetzt meinen Reifen getroffen, du Arsch? Ja, mach weiter so! Easy! Aber wir sind jetzt eh da. Wir sind jetzt eh da. Ich glaube, hier ist nämlich die. Ich doch töten jetzt? Jetzt auf. Ich hab's mir doch gedacht. Scheiße. Okay. Scheiße. Ich sage, das ist die eine einfachste Mission und ich soll jetzt erstmal nochmal dahin. Okay, dann starten wir da mal nochmal durch. Aber wie gesagt, das ist eine relativ easy Mission eigentlich, aber. Muss ich jetzt echt da ran? Oh, ne, willst du da reinrennen oder was? Okay. Mano, aber egal. Ja, manchmal gibt es auch so Momente, so kleine Fails. Und das war mal wieder so einer von meinen Seiten. Aber ich hatte echt gedacht, okay, müssen wir ihn jetzt auch töten. Ich hatte eigentlich nicht auf dem Schirm, dass wir ihn töten müssten. Aber ich war mal einfach zu weit weg. Vielleicht waren wir einfach zu weit weg. Ist nicht schlimm. Passiert. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Oh ja, fahr doch am besten noch mir in die Karre. Ich liebe solche NPCs. Warte, ich muss da unbedingt noch. Ja, ist egal. Alles gut. Schau, das ist ein Fenster. Das machen wir doch glatt. Die Nummer kennen wir. Er ist aufs Dach geflohen. Natürlich ist er aufs Dach geflohen.
Lass mich in Ruhe. Das haben wir jetzt, glaube ich, ins Auto gerade gekracht, aber es mir gerade. Oh, Päckchen gefunden. Durch Zufall. Ich habe auch schon mehr Arbeit mal gemacht beim Originalspiel, dass ich mir so, warte mal. Schön stylisch und lässig auf den Roller aufgestiegen. Und jetzt verfolgen wir unseren Kollegen hier mal. Mich auf den Senkel. Wir müssen wahrscheinlich eh ein bisschen näher, aber wir müssen, glaube ich, den eh nur ein bisschen verfolgen. Ein bisschen gefühlt. Ich weiß, wie gesagt, wo er hin will. Das ist nicht das Problem. Also, der räumt hier mal kurz die Karte. Warte, hau ab. Wir drehen also gerade durch. Übelst durch, weil hier eine, weil hier geschossen wird. Das machen sie immer sehr gerne. Da muss er mich auch völlig aufpassen gerade. Aua! Hey! Ernsthaft jetzt? Bleib mal stehen mit dir hier. Gib mal her. Ich brauche dein Auto. Mit dem Motorrad ist nicht mehr wirklich zu viel zu verfolgen. Ich finde es immer lustig, dass die Polizei und die Wachmänner sich immer auf die Fresse hauen. Aber vielleicht haben die Wachmänner irgendwie. Oh, ich muss natürlich aufpassen hier. Geh weg. Ja, nee, ist klar. Ich hab's mir so fast. Ich hab eigentlich fast schon drauf gewartet. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eh da. Wow, Alter. Gesund ist das nicht, oder? Ja, genau. Fahr mit deiner scheißgeringen Mutter unbedingt noch. Naja. Jetzt, okay. Du musst es nur triggern, dass er abhaut. Und ich sag ja, es ist eigentlich eine der einfachsten Missionen überhaupt im Let's Play, also im Spiel allgemein. Also haben wir das auch mal erledigt. So, nächste Karte. Haben wir schon wieder Ende? Ja, eigentlich schon. Jetzt wieder fast bis zum Folgenende, ne? Die Mission dauert halt immer ein bisschen. Warte mal, ich muss gerade gucken. Da ist Dias. So, dann fahren wir da hin. Der bleibt einfach wirklich stecken. Ja, egal. So, okay, fahren wir zu Dias kurz und dann ist hier Fenster im Gefacht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir schaffen würden, überhaupt 100%, also 100 Päckchen. 100%, wenn wir nicht schaffen, also wir werden keine Platin-Trophäe machen. Das ist definitiv nicht möglich, weil wir bei der Helikopter-Mission nicht alle NPCs getötet haben. Die gehört nämlich mit dazu. Aber egal, ist ja nicht weiter tragisch. Es ist nicht tragisch. Ich bin sowieso keiner, der auf Großtrophäenjagd geht, sondern ich will genießen und machen und tun. Das ist eher so mein Fall. Klar, es gibt viele, die sagen, ja, ich spiele viel mehr auf Trophäe. Nee, ich spiele nicht auf Trophäe. Weil, wofür? Der will überfahren? Jo. Ich finde mal lustig, dass manchmal auch die NPCs die Leute überfahren und dann einfach stehen bleiben. Jo. So. Gut. Ich muss dringend mal neues Auto klauen. So, dann haben wir jetzt das zweite Stadtgebiet teilweise frei sogar. Dann fahren wir da mal rüber.
War hier nicht original irgendwie? War das hier? Oder ist das auf der anderen Seite? Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz woanders hin. Ich hoffe, dass ich... Ich weiß gar nicht, ob wir da hinten durchkommen könnten. Oder ob eine Baustelle dort ist. Oh ja, ihr rastet übelst aus. Ah, hier ist zu. Okay. Theoretisch könnten wir darüber... also es gibt Möglichkeiten bestimmt. Aber nein, das muss erstmal sein. Das kriegen wir noch früh genug frei, das Ding. Ich wollte mich nur das Leben haben. Ich wusste, dass im Original Leben liegt. So, gut. Und in der nächsten Folge geht's weiter.